Ich glaube, ich übertreffe mich selber gerade. Meinen Gedankengängen. Götterkreis? Hallo? Wo ist er denn? Gab's hier nicht irgendwas mit E? Und E? Okay. Schade. Es war ein Versuch wert. Die Kriegsgöttin steht uns im Kampf meistens. Die Kriegsgöttin. Oh, muss ich räuspern? Interessant. Wenn man das Wort Eos umdreht, werden aus den Buchstaben Zahlen. Fünf. Eins, drei. Ah. Fünf, zwölf, eins, drei. Fünf, zwölf. Warte mal, ich schreibe mir das gerade mal auf. Wenn denn der Stift tut's. Was ist das denn? Ein komischer Stift. Hallo? Okay. Anderer Stift. 5, 1, 2, 1, 3. 5, 1, 2, 1, 3. Okay. Vielleicht ist das die Reihenfolge. Gut, ich denke mal, da wird's losgehen. Warte mal, ich will nur mal gerade gucken, ob wir 5 Stück auswählen können. 3, 4. Okay, 5 Stück. Ist das nur noch? Okay, komm, wir gehen mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1. 2. 1. 3. Dann vielleicht 5, 12, 1, 3. Ist ja auch doof. Sind 12 Stück, ne? 3, 6, 7, 12 Stück. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, eins, drei. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es echt nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, gucken Sie mal an. Der Herr über das Totenreich. Nuri wirst du noch nicht bekommen. Aber den Seher werde ich bald zu dir schicken. Nuri, was hat aber das mit den Zahlen auf sich, verdammt. Ich raff es nicht. Wirklich nicht. Okay. Okay.
keine Ahnung, wie... Wie das jetzt... Keine Ahnung, das war jetzt wirklich Glück. Also ganz im Ernst. Das war purer Zufall jetzt. Dass wir das jetzt so geschafft haben, weil ich hab das echt nicht, ich hab's nicht gerafft. Tut mir leid. Guck's nur mal gerade an. 5, 12. Wirklich nicht. Keine Ahnung, ey. Oh Mann. Okay, naja, Hauptsache wir haben es geschafft. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch runterziehen. Oh no. Was machen wir denn da? Artefakt im magischen Käfig. Aha, hier ist es also verborgen. Der Ring. Der Armreif vielmehr. Endlich eine Schrifttafel in meiner Sprache. Was leider nicht heißt, dass ich auch alles verstehe. Der Käfig des Asmodeus. Zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt. Was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Hm. Hand rein. Ah! Heiß. Was zum Henker? Ah! Heiß! Nein. Vielleicht der Hut? Au! Okay, wir brauchen irgendwas. Au! Er krapscht auch immer wieder mit seinen Pfoten da rein, ne? Der hölzerne Reif des Sehers. Die Magier haben ihn einfach wie ein Vogel eingesperrt. Der hölzerne Reif des Sehers. Kerzenleuchter, den müssen wir... Der Leuchter lässt sich... irgendwie da runterkriegen, ne? Nur wie? Mit der blutigen Mistgabel vielleicht? Mein Kopf ist leer. Okay, dein Kopf ist leer. Das lässt sich... lässt sich nicht zerdeppen. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Ich raff's immer noch nicht. Ich glaube, das wird mich mein ganzes Leben lang jetzt verfolgen, dieses blöde Rätsel. Warum sollte ich? Ob wir den Schlüssel vielleicht einfach... Nee. Können wir gar nicht. Naja, was sagt der Giacomo dazu? Mr. Ono? Komm, komm. Wir müssen reden. Unbedingt. Artefakt was wisst ihr über... Was genau... Blablabla. Wenn gleich... auch nicht wirklich. Das Bücherregal vielleicht. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Okay. Das bringt uns alles auch nicht viel, ne? Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem da wandeln, so lange als bis ihr Eigen auch manchem Feen nur... Scheiße. Das bringt uns alles nichts. Und ich bin mir fast sicher, dass das da unten mit dem Kerzenleuchter weitergeht. Von hier aus würde der Wein direkt in den Käfig fließen. Ach was. Aber die Karaffe lässt sich hier schlecht aufhängen. Ach was. Keine Zeit. Okay.
Okay. Die Hutspitze zeigt jetzt genau auf das Artefakt. Mein Gott, ey, was ist das denn für ein Riesenhut? Was hat er denn für einen Kopf gehabt, der Magier? Und so groß war dem seine Rübe gar nicht. Ich lasse es so. Der Wein ist ohnehin nicht mehr zu retten. Magierhut mit Wein. Göttlich. Und nu? So wird das. So wird das nichts. Dann fließt der Wein durch das Loch in den Käfig. Oder durch den Käfig hindurch? So oder so. Dem Artefakt bringt mich das noch nicht näher. Leer. Aber warum bringt dich das dem Artefakt denn nicht näher? Wir müssen doch jetzt mit Sicherheit eigentlich nur den Hut aufschneiden und dann wird das Ding da rausgespült. Kann man das kaputt machen? Ja, nix. Warum beherrsche ich... Sind das Feuer hilft. Unwahrscheinlich. Wir müssen das doch irgendwie aufkriegen. Au. Besser nicht. Besser nicht. Den Krug da oben. Leer. Das hat irgendwas mit dem Krug zu tun, oder, Bro? Wahrscheinlich alles wieder nur Deppenglück jetzt. Gut. Was habe ich? Der Krug passt nicht einmal durch eine der Öffnungen. Keine Zeit für... Vielleicht, wenn wir... Um der alten Zeit... Erstaunt hinter diesem Zauber. Jetzt ist er kaputt, dann schmeißen. Wenn ich sie einfach hineinfallen lasse... Schmeißen wir die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Ja, und jetzt setzen wir sie einfach wieder zusammen. Wenn ich jetzt oben durch den Krug greife. Au, verflucht! Er lernt's aber auch nicht, er ist so cool. Nein, so nicht. Er ist einfach nur geil, der Geron. Au, heiß, oder au, verflucht. So, jetzt aber die Zipfel hier abschneiden. Plong. Und da liegt er. Der Armreif und das Artefakt des Seers. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Ja, mit etwas dummem Glück schaffen wir das doch, Geron, hm? So. Das lässt mir keine Ruhe hier. Echt nicht. Bin ich auch so still. Ich denke da die ganze Zeit drüber nach, wie man das hätte, was die 51213 erklären würde. Keine Ahnung, ey. So, Jakomo, guck mal hier, was war. Wir müssen reden. Guck mal hier. Schaut, Jakomo, der Reif des Seers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig, es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings, hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht.
Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Also muss es dieses eine Mal funktionieren. Und was hat es mit diesem Fokus auf sich? Was genau kann als Fokus dienen? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Och du lieber Gott. Noch ist der... Wie hat Gwynling immer gesagt? Warte, das... Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt... Aber wir sind... Hatten wir schon? Was denn? Es bedarf... Das richtet den Reif magisch... Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden... Bin gleich zu... Die Ingredienz... Also wir brauchen irgendwas vom Seher... Was wir mit dem Artefakt verbinden können. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Wir müssen irgendwie den... Vielleicht. Nein. Ich verstehe es nicht. Was können wir denn dafür nehmen? Was können wir dafür nehmen? Das hat ja irgendwas mit dieser Seelenwanderung wieder zu tun. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden, da wandeln sie so lange als bis auch manchem Feen nur tun sie. Um dich vorm hätte ich. Okay. Die Aufzeichnung. Aufzeichnungen liegen alle beim Feenforscher. Ja. Das bringt uns alles nichts. Raben. Das hatten wir hier. Schon. Und auf dieser Seite hat Magistra Do. Hervorragend.